Okay, willkommen zum German Truck Simulator, zum 13. Teil mittlerweile. Der 13. Teil wird nicht lange gehen. Bei mir sitzt noch immer der Alex und der Bayer. Ja, ich habe im letzten Teil jetzt die Karre gekauft, womit wir uns jetzt selbstständig machen können. Und nach dieser Fahrt jetzt könnten wir uns selbstständig machen. Werden wir selbstständig. Ach scheiße. Wir wollten eigentlich jetzt schon beenden, aber dann wird der 12. Teil ein bisschen kurz. Also ich werde hier aber nochmal die Karre jetzt reparieren. Ich muss links raus. Wo geht denn der Blinker nicht? Ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen, für den Ausraster, den ich beim letzten Teil hatte. Weil der Kollege hier kann mich auch richtig auf die Palme bringen manchmal. Sitzt direkt vor der Kamera und rast hier aus, ey. Eigentlich müsste ich die Fahrt jetzt nur machen. Ja, weil gerade eine neue Aufnahme gestartet ist. Das ist doch gar nicht weit, ey. Ich glaube, die Fahrt mache ich noch und dann beende ich das Ganze für heute. Eine Aufnahme, wo ich nur hier eben mal die Karre repariere, das ist ein bisschen kurz. Wie bitte? Ich kann es doch auf die andere Video setzen. Ich verstehe kein Wort, du musst schon reden. Ich glaube, das kannst du doch auf ans andere Video mit dran setzen. Ja, dann muss ich halt zusammenschneiden. Ja. Und ich schneide die Videos nicht mehr zusammen. Es ist zu viel Arbeit. Aber ja. Jetzt habe ich keine Zeit. Ich habe keine Zeit, die Videos zusammenzuschneiden. Was war WhatsApp, war das? Ja, ich bin ja im Gegenverkehr. Das war Marina. Ja. Was geht denn gerne? Wann hast du denn Zeit? Ja, ja, schreibt sie.
Ah, hier, warte. Gegen Nachmittag. Ja. Soll ich dir schreiben? Warte, warte. Ich schreibe dir, was du sagst. Gegen Nachmittag. So, tanken muss ich auch noch, ey. Schreib hier. Die sollen wir genau. Oh, ich fahre in die falsche Richtung. Genaue Uhrzeit und wo sollen wir uns treffen? Ich bin falsch abgebogen, ich Idiot. Einfach ey. Nur. Wann? Ich muss hier nochmal drehen, ey. Achso. Wo? Wo? Genau. Wo treffen und wir uns? Genau. Ich werde bei der Firma einmal drehen. Falsch gefahren. Ey. Das ist jetzt blöd, ey. Genau. Sie ist noch online auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Wir lesen das zu dir auch sofort. Ja, ich bin falsch gefahren. Scheiße, ey. Mir geht der Sprit hier aus. Mein Gott! Oh, jetzt ist sie nicht mehr online. Sie hat die gelesen, aber ist nicht mehr online. Ja, war drauf eine Nachricht, würde ich sagen, ne? Ja. Jetzt muss aber ganz schön zittern hier. Ey, ne? Was ein Glückstück, ne? So, und wieder zurück. Ja. Mein Gott. Das ist aber mittlerweile so, ich bin hier mehr am Zocken als alles andere und schaffe es wirklich nicht mehr, die Videos zusammenzuschneiden. Also lasse ich die so, wie die sind. Ich fahre zu schnell. Packst du einfach so rein. Das ist ja auch normalerweise kein Problem. Ist der Sprit hier ausgegangen? Ja, komm, Alter, 250 Euro, ja klar. Da sind mir gerade noch 100 Euro übergeblieben. Geht die Ampel noch auf Rot?
Was? Ist er runtergegangen? Nein. Oder wo? Toilette. Ich hab vergessen, wo ich hin sollte, in Nürnberg, ne? Boah, das ist ja voll weit. Ist nicht weit. Nein. Das ist nicht weit, ich bin bis eine viel weitere Strecke gefahren. Hier. Da ist Nürnberg. Mhm. Ja. Oh mein Gott, ey. Ich drück schon die falschen Knöpfe hier die ganze Zeit. Langsam bist du auch ein bisschen unkonzentriert. Hm? Nein, das ist das, weil ich mich hier dauernd aufrege. Mach es doch nicht. Ich gebe dir zumindest kein Wort, die Hoffnung. Ich sitze ja hier vor mich. Scheiße, ich brauch die Tanke, ey. Auf dem Tankstelle oder was? Ja, jetzt spritzt er jetzt doch die ganze Zeit alle. Ich fahre die ganze Zeit auf Reserve. Nun verfahre ich mich noch, ey. Echt? Ja, ich bin doch gerade falsch abgehoben. Jo, du fährst voll auf Reserve. Uiuiui, wenn das nicht übel endet, Christian, hä? Ich fahre ja die nächste jetzt rein. Ja, solltest du. Sonst könnte das ein wenig sehr eng werden, weißt du? Die Fahrt muss ich jetzt mal machen, sonst wäre der Kipp echt zu kurz gewesen. Ja. Das ist die letzte Fahrt. Ich könnte eigentlich die Karre jetzt auch Schrott fahren. Ja. Echt nur eine kurze Fahrt ist das nicht. Echt? So kurz wie meine oder was? Noch kürzer. Ah. Es ist nur eine Stadt weiter. Ah. Nein! Ich bin noch schon am Ziel! Nur, ich bin am Ziel! Da! Ja. Ich bin an der Tanke! Lass mich wenigstens noch an die Zapfsäule! Wenigstens das kann er dir erlauben, oder? Ah, oh Mann! Mal los. Lass mich an die Zapfsäule. Bis dahin, aber es geht ja jetzt bergab bei, Chris, meine ich. Es geht bergauf. Echt? Geht's da hoch bergauf? Ja. Zur Tankstelle? Aha. Komm, ey, lass mich, da ist doch die Zapfsäule. Da ist doch die Zapfsäule. Ey, die paar Meter, Alter. Komm hier nicht mehr hoch? Nee. Das ist jetzt nicht der Ernst. Du musst jetzt nicht echt dafür den Panini rufen. Kurz vor der Tankstelle.
Christian. Nein, ne? Ist nicht wahr, ne? Ich komm da nicht hoch. Ach du Scheiße. Das ist hart. Das ist nicht euer Ernst, ey. Die paar Meter, ey. Hättet ihr mich jetzt auch noch fahren können. Das, das ist heftig, sorry. Aber das ist... No go too much, ey. Alter Schwede. Das war ja groß, das geht nicht an. Paar Meter, ey. Paar Meter vor der Tankstelle. Und dann? Guck mal, hier hab ich versagt. Hier, ne? Und da ist die Tankstelle. Die kurze Strecke hat er mir jetzt nicht mehr fahren lassen. Ne? Gott sei Dank muss ich das nicht selber zahlen, ey. Die paar Meter, ey. Hätte ich mich mal nicht verfahren, dann wäre ich auch angekommen. Siehst du das? Was? Siehst du das? Ja. Ja, ich krieg wahrscheinlich gleich eine böse E-Mail vom Chef. Von wem? Vom Chef. Vom Chef? Ja, weil ich Panzer schon angerufen habe. Für ein paar Meter. Für ein paar Meter. Ey. Schon fast an der Tankstelle. Hätte ich mich mal nicht verfahren.
ist eine Fliege auf meinem Moni, auf meinem Fernseher. Weg? Nee. Wo sitzen die? Das ist da gemütlich gemacht. Ich sehe nicht, wo die da sitzen. Ja, wo die Brücke ist. Ach, da. Doch, ich baue schon wieder ab. Oder nicht? Die hat die Nachricht noch nicht mal gelesen. Ja. Die hat sie nur gar nicht gesehen. Gekriegt hat sie die aber. Ja. Nur gesehen hat sie die noch nicht. Ne? Das ist jetzt die letzte Fahrt. Meine letzte Fahrt geht jetzt ins Bett. Ja. Mach das mal, ja. Du siehst auch voll fertig aus, Junge. Aber sowas von, ne? Ich meine, ich hab hier gestern mit dem Christian. Wir haben uns da drei um uns eingepennt. Ich konnte nicht pennen. Du siehst gerade vom Gesicht her aus wie 10 Tage Regen mit dauernden Scherz. Ich hab 3 Nächte kaum gepennt, ey. Die letzte Nacht habe ich gut gepennt. Ist noch Bier im Kühlschrank? Zu langsam hier. Ich wollte ja auch nicht mehr ins Bett gehen, weil ich zum Doc muss. Dann bin ich nach Hause gegangen. Bin in die Badewanne gestiegen. Ich habe mich rasiert. Ja, alles was dazu und das übliche, ja. Die morgendliche Pflege. Ja. So heute Mittag zum Bahnhof kamst, sahst du schon so fertig aus, ey. Weil trefft euch. Du siehst den ganzen Tag schon nicht freundlich aus. Total vergessen wieder, ey. Ja. Was für eine Jacke? Hm? Ich habe meine Calvin Klein Jacke wieder gefunden, die sie mir geklaut haben. Ja, wo? Die lag hinten, hier. Wo die Deutsche Bahn ist, hinter dem Dingens, hinter so einem Schuppen. Da hat die gelegen, Alter. Die haben einer gezockt und ihn geschmissen. Micha. Ja. Micha hat wahrscheinlich gemerkt, scheiße, ihm ist das aufgefallen, weil du ja auch so stinkig warst. Hat die dann eingeschmissen? Wie war ich denn Fotos von den Dingen? Oh. Ja, wasche ich jetzt erstmal. Warum, was willst du machen? Ja. Ja. So was. Hä?
gucken, was die kostet. Soll ich eben am Handy mit dir gucken? Nein, ich mach das nach. Ich mach das morgen. Mann, ab morgen. Gute Nacht, Bayer. Ich frage mal morgen nach. Heute ist gemeldet, dass wir nicht. Ich melde mich sowieso immer bei dir. Also wenn sie zugesagt hat, werde ich mich morgen mal mit der Kurz schließen. Kommst du einfach auf mich zu, kannst du gerne nochmal texten. Okay. Bis morgen, ciao. Schlaf gut. Das hier ist meins, auf jeden Fall. Ein Schlafzeug. Das ist meins. Hast du noch ein Häppchen für mich, wenn lässt du jetzt ein paar von uns hier oder was? Natürlich, aber was denn sonst? Cool, danke dir. Du ekelst ja gar nicht. Das ist eigentlich ein bisschen ein paar mit. Ja. Ja. Da. Sehr schön. Okay. Die hab ich. Schlaf gut, ne? Ja, muss ich morgen, ja. Jo, schau mal. Das ist ja recht Bescheid. Leben. Ja. Die brauche ich, das ist für mein Nachtbus. Ja, nimm mit. Hey, sorry. Alles gut, nimm mit, ist doch kein Problem. Ist doch gar kein Problem, weil es soll eh da, ne? Weißt du, aber ich hätte es gern. Bayer ist jetzt nach oben gegangen, eine Etage tiefer. Der wohnt eine Etage tiefer. Hast du es noch weit? Nein. Nein? Gut. Ist nicht weit. Mm-mm. Ich frage, ob du noch weit fahren musst. Nein, das ist nicht weit. Ist nicht mehr weit? Ich bin fast da. Das ist schön. Fähig für heute. Ja. Das ist ein bisschen heftig. Schon, wir zocken jetzt schon lange. Über 6 Stunden mittlerweile. 7 knapp jetzt, ne? Nein, 6 Stunden. Dieser Teil wird nur eine halbe Stunde gehen. Ich klopfe an. Ich gehe. Das hat der Dings repariert. Micha. Der hat recht von mir einen Anschluss bekommen, deswegen. Warum? Ja, falls ich meinen Schlüssel jetzt hier drinnen lasse, muss ich die Tür knacken. Ja, das Auto ist einfach verschwunden. Schöner Bug. Also ich blink nach rechts und der verschwindet eben mal. Schöner Bug. Der hat sich gebeamt. Hier runter. Oh, er ist da. Nein, ich muss fahre jetzt auf die A9. Oh. Dann fahr noch mal irgendeine Autobahn, aber es waren kurze Strecken auf der Autobahn. Okay. Kevin ist das letzte Mal gefahren, diese Strecke. Und war gestern, glaube ich, oder vorgestern. Alles gut. Christian, mir macht das Spaß. Ich habe da kein Problem mit, du weißt das. Ich hab mal die Fliege verscheucht, ne? Ich hab einfach auch keine Nerven mehr heute.
Nee, langsam geht's auf die Konzentration, ne? Ich bin letzten Tag schon ausgerastet hier. Könnt ihr, wenn du willst, gleich noch ein paar Videos gucken? Ja, du wolltest doch Dings sehen. Und schön. Ja, ich wollte das mal sehen, was du meintest. Ich weiß nämlich nicht genau, wen du meinst. Ich weiß nicht, ob ich das weiß, was du meinst. Und wir sind gerade an dasselbe Ding, an dieselbe Ding. Was bremst du denn da, Alter? Gib Gas! Hupen. Jetzt ist er... Oh boah, der bremst immer noch. Ja. Scheiß auf 40 runter. Ich fahr hier mit 60 durch, mit 90 fahr ich da durch, ey. Was ein Volldeppen da vor dir, Chris? Ja. Ich fahre hier echt mit 90 drauf. Mal Chris, den Ventilator kannst du gleich ausmachen. Ist jetzt frisch genug draußen. Da habe ich gerade den Bad gemerkt, weißt du? Macht den schon den ganzen Tag immer an und aus, an und aus. Ja, nicht, dass du nicht, dass wir uns einen wegholen hier. Ich hole den weg. Ja, aber ich bin ja da auch so empfindlich, weißt du? Durch meine Immunsystemschwäche. Ja, das ist auch. Ja. Wodurch denn? Wodurch habe ich das, Christian? Durch den Krebs, den ich habe. Aber es gehört hier nicht hin. Können wir gleich drüber warten. Ich will gar nicht drüber reden, ey. Oh, du musst deine Höhe merken, ne? Du musst nicht so runter. Ja, sei doch. Krass, sind das kurze Strecken auf den Autobahnen. Das war ja jetzt nix, ne? Ich will gar nicht drüber reden, ich will gar nicht diskutieren. Die Diskussiererei, die macht mich ab. Ich diskutiere nicht mit dir, keine Sorge. Keine Sorge, ich wollte dir nur sagen, warum ich das habe. Ich wollte dir das kurz erklären. Aber können wir auch wann anders machen. Ich will's gar nicht wissen. Was ist das, ey? Ich will's gar nicht wissen. Die Hauptsache ist, dass du weißt, dass ich's habe. Ich will gar nicht wissen über irgendwelche Krankheiten oder Leiden oder sonst was von irgendwem. Mein Gott, ey. Haben alle genug Leiden, ne? Ich hab genug Probleme, ich hab genug eigene Leiden und Probleme, ja. Am Arsch. Es gibt Gas da, Alter. Jetzt sag nicht, du hast den die ganze Strecke vor dir, ey. Ja, klar. Überhol den gleich an der nächsten Autobahn. Ich hab keine Autobahn mehr, ist schon die Ausfahrt. Oh, Scheiße. Boah, der geht immer mehr vom Gas, fällt dir das auf? Ja, mit 70 darfst du ihn auf der einen Seite überholen. Auf der anderen Seite hast du nur mit 50. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Links überholt man doch immer. Ganz großer Schwachsinn. Ja, links ist die Überholspur. Ja, richtig. Und dann hast du nur mit 50 den überholen. Aber auf der rechten Seite mit 70. Komisch, ne? Gib Gas, ey. Ich fahr die in die Karre, ey. Oh, jetzt fängt das schon wieder an. Mit in die Karre fahren. Es ist so, ne? Alex, jeder kommt hier an und erzählt sie seine Probleme, weißt du? Aber die reihen alle nicht, dass ich selber genug Probleme habe und die scheiß Probleme von den anderen will ich gar nicht wissen, weißt du, weil das einfach zu viel ist. Wenn du das nicht wissen willst, akzeptiere ich das, Christian. Weil kein Problem. Fünf Leute sind heute schon wieder bei mir aufgetaucht, erzählen ihre Probleme. Was? Ja, die Fracht soll da sein. Bist du jetzt gleich. Ey, du bist an die Tuckertrine vorbei. Ja, ich hab die von der falschen Seite. Und das ist das, ey. Jetzt bin ich im Minus. Ich hab die von der falschen Seite überholt. Ich dürfte den gar nicht überholen. Das ist das Problem. Alles gut. Ach, Mann, ey. Er hat dich ja jetzt auch genervt, also. Weißt du, wir sind echt heute schon... du bist der Fünfte heute, der irgendwelche Probleme von sich erzählt, weißt du? Der Bayer kam heute schon an, erzählt da seine Probleme, ne? Entschuldigung, Christian, Entschuldigung. Und dann hier mit der Marina, weißt du, die ist immer wieder gleich mit der Marina. Und mit denen. Ja.
ist nicht böse gemeint, aber erst erstrecken sie sich, dann hauen sie sich die Köpfe ein und dann sind sie wieder Liebespärchen. Christian, was weiß ich, ey. Christian, wie war das? Pack trägt sich, Pack schlägt sich und Pack verträgt sich? Hm? Oder wie war das? Ist immer das Gleiche, glaub mir. Ich hab den einen gesagt, lasst mich doch einfach Ruhe mit dem Schwanz. Ich geh gestern zum Bahnhof, Alter. Da kommt der Thomas und erzählt, heute sich beim eigentlich schon da raus da am Bahnhof. Ich sitz nicht mehr gerne am Bahnhof. Wirklich. Ich auch nicht. Entweder heulen die Leute sich da aus oder labern Scheiße oder wollen sich prügeln. Ja, da habe ich auch keinen Bock drauf. Was meinst du, warum ich so selten am Bahnhof? Da sitze ich lieber hier und mache ein Let's Play, ehrlich. Ja. Mit, ich sollte nächstes Mal mit besserer Laune zocken. Was meinst du, warum ich heute Mittag zu dir gekommen bin und nicht zum Bahnhof gegangen bin? Christian, weil ich da genauso wenig Bock drauf habe. Das ist nicht böse gemeint, aber ich kann auch nur eine bestimmte Menge an Scheißen mitbringen. Ne, mitmachen, ne? Verstehe ich. Irgendwo, wann ist das fast voll, ne? Muss dir mal überlegen, ich habe genug Scheiße im Moment am Laufen. Ich in einem leeren Kühlschrank habe, meine Brühe fällt hier auseinander. Ja. Ist schon die Höhe, ne? Das sind Probleme, das sind aktuelle Probleme. Das sind heftige Probleme. Dass die da. Und die anderen haben nur ihre Probleme, weil sie am Anfang des Monats ihr ganzes Geld versaufen oder verkiffen, ja, oder. Sonst was. Dass die dir da keinen Ersatzbetreuer davon. Ja, haben sie so geschickt. Montag haben sie geschickt, auch mein Handy ist kaputt. Ich hätte den am Freitag am liebsten schon mal angerufen. Ah. Ja, aber wenn mein Handy kaputt ist, kann ich den nicht anrufen. Ja, ja. Hat sie die Nummer auf der Karte? Ja, auf der SIM-Karte. Heute ist vorbei. Heute ist Samstag, heute arbeitet keiner. Nee. Mhm. Ich muss hier links, ey. Heute ist Sonntag. Ach, wir haben ja schon mittlerweile Sonntag. Mhm. Ich habe Geburtstag. Oder? Ist schon wieder Sonntag? Ja, ne? Ja, ist schon wieder Sonntag. Wow, ich bin 25. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Christian, danke. Du bist der Erste. Du bist der Erste, ohne Scherz. Du bist der Erste heute, der mich beglückwünscht. So, zu meinem Geburtstag kriege ich immer Punkt 0 Uhr schon die ersten Nachrichten. Ich habe auch schon drei Nachrichten gekriegt. Und drauf geantwortet, also. Machst du dann jetzt hier einen Cut, ne? Ja, ich mache hier einen Cut. Ich stelle gleich nochmal den neuen Wagen vor. Und dann ist Ende, oder? Dann ist Ende. Für heute schon. Bevor ich hier noch jemanden erschlage. Nach knapp 7 Stunden. Hä? Das sind keine 7 Stunden gewesen. Ich bin jetzt gerade mal eine halbe Stunde gefahren. Wir sind jetzt 7 Stunden am Spielen fast. Christian. Das sind keine 7 Stunden. Ich bin gerade mal eine halbe Stunde jetzt gefahren. Oder 6 Stunden sind wir am Spielen. Sechseinhalb Stunden. Haben wir jetzt gespielt? Ja. Ja, warum insgesamt nicht? Warum? Ich spiele manchmal 16 Stunden am Stück. Weil 16? Ja, 16. Da bin ich alleine aber hier. Das dauert. Das ist eine Menge. Und es geht mir auch keiner auf die Nerven. Denn Bayer seine schlechte Laune hat mir gerade auch irgendwie die Laune. Ja, der hat schlechte Laune, weil wir schon wieder hier am Zocken sind. Jedes Mal, wenn wir beide am Zocken sind, ne? Nein, jedes Mal, wenn ich hier überhaupt am Zocken bin, man kotzt ihn das an, aber ich soll seine scheiß Laune ertragen. Nein, ich soll hier seine scheiß Comedy-Kacke immer angucken. Nee. Hier Simpsons, Schlümpfe, was weiß ich immer an. Christian, angucken, ja. Christian, du bist der Herr hier in der Wohnung. Du hast das an, nicht er. Ja. Das ist es, weißt du? Und das. Wenn ich am Zocken bin, dann fangen sie an zu diskutieren, sagen, ey, geh mal ins reale Leben. Das sagt der Thomas immer. Ja. Ja, und was macht der? Der sitzt am Bahnhof und dröhnt sich zu. Ja. 20 Euro Schaden, wow. Wow.
So. Da bin ich lieber am Zocken, als mich zuzudrehen, ey, den ganzen Tag, ey. Ja. Ja, wir sind jetzt in Dortmund. Ich habe eine E-Mail bekommen. So sieht unsere neue Karre aus. C-Klasse. So, gucken wir die E-Mail nach. Willkommen im Club. Yeah. Glückwunsch, du hast einen großen Schritt in die richtige Richtung getan. Es wurde aber auch Zeit. Willkommen in der Gemeinschaft der Freiberufler, LKW-Fahrer und in einer neuen Welt voller aufregender Möglichkeiten. Ja. Zuerst musst du ein paar Kunden finden, die dich mit Aufträgen versorgen. Richtig, du bist kein Angestellter mehr, du musst dich von etwas ernähren können. Wie angekündigt, habe ich mit einer Firma gesprochen, mit dem ich im Moment noch arbeite. Sie sind bereit, einen Arbeitsvertrag mit dir zu unterzeichnen. Du kannst also davon ausgehen, dass sie sich bald bei dir melden werden. Überraschung. Einige der Firmen könntest du kennen. Vielleicht nicht die gleichen Leute, aber du hast schon mal für sie Ladungen transportiert. Wenn du beweist, dass du gut bist, würden sich die anderen Firmen schon von alleine bei dir melden. Du musst nicht einmal den kleinen Finger dafür bewegen. Wollt mich verarschen, ey. Wie viel Text ist denn da? Wenn du einmal den Fuß in der Tür hast, kannst du alle Lager- und Logistikunternehmen aufsuchen, mit denen du einen Vertrag abgeschlossen hast. Dort wirst du immer einen Auftrag finden. Du musst zuerst herausfinden, in welcher Städte deine Kunden ihre Lager haben. Dann dorthin fahren und mit ihrem eigenen Deal vereinbaren. Der eigentliche Auftrag verläuft dann fast genauso wie zu der Zeit deines Angestelltenverhältnisses. Die einzige Ausnahme in der Tat ist die Tatsache, dass du dir den Auftrag aussuchen kannst. Sich umzusehen, ob es einen erhältlichen Auftrag gibt, macht sicher Spaß, aber die schlauen Köpfe benutzen dafür ihr Notizbuch, um sich die besten Angebote zu schnappen. Jeder von uns hat den Frachtplan, in dem die aktuellen Angebote aufgelistet sind. Siehe unter Notizbuch Frachteinblenden nach und um sie zu überprüfen. Vergleiche Frachtladungen miteinander und wähle nach Belieben aus. Achte darauf, dass die Fracht noch erhältlich ist. Die Angebote sind nicht unendlich gültig. Jedes Angebot existiert nur für eine bestimmte Zeit, die neben der Fracht angegeben ist. Triff deine Auswahlweise, sonst fährst du quer durch Deutschland, um den festzustellen, dass der Auftrag vergeben ist. Der letzte Punkt aber nicht wenig wichtig. Vergiss nicht, dein LKW von Zeit zu Zeit zu tanken und zu reparieren. Es ist ja jetzt dein Baby und muss dich um ihn kümmern. Viel Glück, mein Freund Hans. Ja. Cool. Okay, jetzt habe ich hier die Aufträge. Cool.
ist nach Preis sortiert, also ich müsste jetzt eigentlich von Wien nach Kiel. Das schaffe ich nicht. Das ist zu weit weg. Von Bremen. Ja, das könnten wir schaffen. Für 18.000 von Bremen nach Wien. Alter Schwede, ist das eine Strecke. Ja, nehmen wir mal den Auftrag an und ich fahre nochmal nach Bremen, um die Ladung abzuholen. Und dann mache ich einen Cut. Mach das. Ja. Wie komme ich denn da jetzt hin? Prospekt. Ach, kann ich hier noch gar nicht aufnehmen. Okay, bei Popsbett muss ich hin zu der Firma Popsbett in Bremen. So, aufgetankt ist die Karre, ne? Ist nett? So. Ah, da krieg ich eine E-Mail. Arbeitsvertrag. Ja. Mit Transignet. Ja, das lese ich jetzt aber nicht vor. Ach, ich habe gar nicht mit Propzit einen Vertrag, ne? Nee. Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht sagen, Christian. Ich kann ja nur Transignet hier nehmen. Transignet, ja. Ja, er sagt ja, bist du schon mal für gefahren, also wird das Transignet sein. Ja, aber ich kann ja keine andere Firma aufnehmen. Ja. Ja, ist doch egal, dann nehme ich hier. Dann gehe ich nach Dortmund in Transnet und fahre hier die Strecke nach Salzburg. Also hole ich jetzt nur den Anhänger von Dortmund hier von Transnet. Wo ist denn die Firma? Ach, da bin ich doch. Chris? Nee, da bin ich noch nicht. Chris? Was? Guck mal, darf ich mir nehmen? Ja. Ich bin mir gerade irgendwie eklig warm. Oh, ich bin auf der. Oh, da kommt noch eine. Hey, jetzt kommen die E-Mails rein hier. Jetzt wirst du zugespammt. Ja? Ja. Ich lese die ganzen Dinger jetzt aber nicht mehr vor, ey. Es ist einfach viel zu viel Text hier. Mhm. Ja, Trunks Out habe ich jetzt noch bekommen, aber ich fahre jetzt einfach nach. Nach Dortmund. Zu der Firma. Aber es sind doch alles Angebote eigentlich, die ich auch annehmen kann, ne? Ja. Die ich da kriege normal, ne? Mhm. Normalerweise ja. Kopfsitzung. Ja, aber trotzdem, ich fahre jetzt einfach hier nach Dortmund zu Transnet. Das ist dann sonst hier. Ich habe keinen Nerv mehr heute. Was wollte ich denn da aufnehmen? Möbel. Ich habe heute einfach keinen Nerv mehr. Sieht die Karre überhaupt von außen aus? Gut. C-Klasse. Jetzt sind wir schon Chef und wurden von auf T-Klasse runtergestuft. Da kommen noch zwei Dinger jetzt. Das sind alles Firmen, die ich in der Liste habe, die ich auch anfangen kann. Bloß ich war wieder schneller als die E-Mails. Vertragsfirmen sind das alles. Firmen, mit denen du einen Handelsvertrag hast. Hallo neuer Fahrer. Hallo neuer Fahrer. Wo bist du gerade? Dortmund. Mach doch grün, ey.
da ich ja jetzt immer die besten Sachen eigentlich mir rauspicken will, und werden wir auch viele Leerfahrten machen. So. Bin schon wieder zu weit gefahren. Das war jetzt Möbel hier, ne? Mhm. Das ist das beste Angebot. Das ist eine normale Fahrt, hier gibt es ja normale Fahrten und dann gibt es da so noch andere Sonderfahrten, die man machen kann. Mhm. Wird alles in der Laufe der Zeit, da muss man für aufsteigen. Mhm. Da musst du ja erstmal einen Ruf für aufbauen, ne? Genau. Wie bin ich jetzt? So, durch die eine Fahrt bin ich jetzt wieder in Plus reingekommen, okay. Ich habe 132 Euro, geil, ne? Voll viel. So, und hier werde ich jetzt einmal cutten. Okay, falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr mehr Videos sehen wollt von mir, könnt ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Abonnieren. Abonniert, was das Zeug hält für ein Chris. Unterbrich mich doch nicht. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ja, von mir auch. Bis zum nächsten Mal. Bringt mich voll raus, wenn ich will nicht meinen Text sagen kann, ja? Entschuldigung. Ein Standardtext, echt. Gespeichert.